Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS17 hier auf der Losberg. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Folgendes, direkt als Info für euch. Ich weiß nicht, wie die Folge wird. Ist jetzt eine Testfolge, ich habe neue Einstellungen ausprobiert gestern. Rumprobiert. Knapp 2-3 Stunden habe ich rumprobiert, um dementsprechend nochmal einiges rauszuholen. Ich habe einiges rausgefunden, nochmal durch Testen und alles. Und dementsprechend, wie gesagt, heute, wie gesagt, hier eine Testfolge. Ich werde die nach Aufnahme gleich direkt mal anschauen und gucken, wie es aussieht. Aber, ja. Wie gesagt, Testfolge hier am Start jetzt, um nochmal einiges rauszuholen hier. Wäre eine Möglichkeit für uns. Wir gehen hier wahrscheinlich auf die Mission. Hier wird eine Mission mit Sicherheit verfügbar sein, oder? Ja, ernten. Machen wir. Wir haben die Zeit auf Vorlauf. Wartet, wir machen nochmal höher. Machen wir 60-fache Geschwindigkeit oder 120. Machen wir auf 120. So, wir machen hier die Mission. Erntemission am Start. Am Start hier, ne? Und dementsprechend schauen wir mal, ne? So. Also. Folgendes. Als Erklärung, ich habe gemerkt, es gibt immer ab und zu mal ein paar Mini-Lags. Immer mal ein paar Mini-Lags in der Aufnahme. Habe ich vor allem bei Timberborn jetzt gemerkt. Und dementsprechend hat mich das dazu angeregt, nochmal an die Einstellungen zu gehen. Jetzt habe ich herausgefunden, pass auf, dass ich durch mein Antivirensystem, Antivirensoftware, habe ich einen Game Booster. Und den Game Booster, der hat im Prinzip das Spiel auf Priorität 1 gesetzt. Und alles, was das Spiel braucht, hat das Spiel gekriegt. Das heißt, für OBS ist eigentlich fast nichts übergeblieben. Jetzt habe ich das mal geändert zum Beispiel. Ich habe die Game Booster abgeschaltet. Dementsprechend sollten jetzt beide Programme, sprich Spiel und OBS, also Aufnahmeprogramm, sollten beide eigentlich genug kriegen, eigentlich, hoffentlich. Deswegen Testfolge, wie gesagt. Ansonsten, ich habe die Kilobit Anzahl erhöht von 2000, ich glaube 2500 auf 5000, um da noch mal ein bisschen mehr rauszuholen, was möglich ist. Und ich habe, wie gesagt, die ein oder andere Sache noch geändert. Deswegen eine Testfolge jetzt heute hier am Start, um zu gucken, wie es aussieht. Okay, warum macht er das nicht? Anderes Feld? Oder was? Ja, wahrscheinlich, ne? Zu weit über dem Feldrand drüber gewesen. Naja, egal. Also wie gesagt, das habe ich jetzt so versucht zu ändern, um nochmal, wie gesagt, einiges rauszuholen in den Aufnahmen, um die Aufnahmen auch nochmal besser zu gestalten. Ich hatte ja auch letztens immer das Problem gehabt, dass die Codierung überlastet war. Das passiert hoffentlich jetzt nicht mehr. Auch das habe ich versucht zu beheben. Und dementsprechend, wie gesagt, ich versuche ja immer wieder besser zu werden. Was die Thumbnails betrifft, bin ich wirklich super zufrieden. Da gehe ich aber wahrscheinlich nicht mehr dran. Die bleiben so. Ich finde das Grün vor allem sehr, sehr auffällig. Und auch dazu habe ich mir, wie gesagt, andere Videos mal angeguckt. Von so geht YouTube und was weiß ich was. Es ist vorteilhaft, wenn man wirklich eine Thumbnail-Art macht. Und dabei bleibt. Ich habe jetzt unten links das Geschwungene, links unten das Geschwungene, rechts oben, da wo das Game-Icon steht, habe ich das Geschwungene und das in einer auffälligen Farbe, in grün. Und wie gesagt, das Design werde ich beibehalten. Okay, jetzt kam Codierung überlastet. Ich weiß nicht wieso. Werde ich nachher nochmal schauen. Müsste ich gucken. Eventuell kann ich an den Einstellungen noch ein bisschen was rumfallen, aber ist schon deutlich weniger geworden bis jetzt, ne? So, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche
Sachen bemerkt im Video, gerne Bescheid sagen. Ich werde mir das Video trotzdem nachher nochmal anschauen, wie es geworden ist. Und ich bin mal gespannt. Danach werde ich jetzt direkt LS19 nochmal aufnehmen, Ellerbach. Und danach wahrscheinlich nochmal eine Folge Timberborn, um da auch nochmal auszutesten. Ich bin aber gespannt. Ich bin echt gespannt, Leute, wie das funktioniert, wie das läuft hier. Ich hoffe, das ist soweit gut. Mit der Einstellung kann ich immer noch was rumfallen. Aber das sollten wir eigentlich hinkriegen. Aber wie gesagt, in der Vorschau sieht wesentlich besser aus jetzt. Meiner Meinung nach als vorher. Ich kann mich auch täuschen, wie gesagt. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach sieht es in der Vorschau wesentlich besser aus aktuell. Und ja, kriegen wir hin. So, wir sind fast mit der Hälfte durch. Es ist dunkel, es ist Nacht. Dementsprechend sieht es doof aus. Wenn ihr natürlich nicht so viel seht, ne? Aber gut. Da müssen wir durch. Das geht nicht anders. Das geht leider nicht anders, Leute. Aber das kriegen wir hin. So. Ja, Nacht muss sein. Die Nacht müssen durchlaufen. Wie gesagt, 120-fache Geschwindigkeit habe ich jetzt eingestellt, glaube ich, gehabt. Oder 60? 60 oder 120-fache Geschwindigkeit? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sollten wir da jetzt relativ schnell durchkommen. Durch die Nacht. Und dann kriegen wir es hin. Ja, ist jetzt mal eine Nachtfolge. Klar, aber, ne? Läuft. Wenn wir die Mission durch haben, werden wir mal gucken, was anliegt. Wahrscheinlich noch eine Düngemission hinterher. Die können wir dann von mir aus auch noch direkt da durchführen. Dann müssen wir mal schauen, ne? Dann müssen wir mal schauen, Leute. Schauen, bis der Arzt kommt. Nein, nicht bis der Arzt kommt. Aber ihr wisst, was ich meine. So, ansonsten sieht es relativ gut aus. Mit den Videos bin ich relativ gut dabei, was das betrifft. Da bin ich super zufrieden. Project Hospital habe ich noch etliche Folgen im Vorlauf. Eure Traxsimulator auch. Bezüglich eure Traxsimulator, da wird ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht nachgeguckt, aber ich glaube ab circa Folge 26 oder sowas sollte ich dann mit Lenkrad dann auch aufnehmen können oder aufnehmen. Circa. Und ja, müssen wir mal gucken, kriegen wir aber alles hin. Leute. So, ich bin echt mal gespannt mit der Aufnahme. Wie das aussieht. Werden wir sehen. Ne? Gut. Aber hier rum. Da haben wir das nämlich auch. Drei Viertel durch. Ein Viertel fehlt noch von der Mission. Das sieht gut aus. Sehr schön. Sehr schön, Leute. 8 Minuten 20 haben wir noch Zeit, theoretisch. Ja, ich nehme nicht alles mit, klar, aber wir wollen so schnell wie möglich durch sein und wenn wir dann ein paar Körner stehen lassen im Prinzip, dann ist das nicht so tragisch, denke ich mal. So. Haben wir hier die Kurve. Ja, wir versuchen hier möglichst alles rauszuholen, was geht. Danach machen wir jetzt noch eine Düngemission hier auf dem Feld. Es wird wahrscheinlich gedüngt werden müssen. Und dementsprechend schauen wir mal, ne?
Dementsprechend schauen wir da mal. So. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel Geld es gibt. Ich glaube, irgendwas mit 7.000 habe ich gesehen, ne? Irgendwas mit 7.000 Euro. Ein bisschen Geld brauchen wir noch. Wir wollen ja die beiden Forstgeräte haben, den Scorpion King und den Buffalo. Und dementsprechend brauchen wir, glaube ich, 550.000 Euro circa. Die kriegen wir aber hin. So, 7.671 Euro plus 2.443 Euro Zeitbonus oben drauf. Wir haben 420.000 Euro, wir haben 22.20 Uhr jetzt aktuell. Wir gehen direkt in die nächste Mission. Hier düngen, genau. Kriegen wir 3.200 Euro für. Das sollte sich auch eigentlich lohnen, meiner Meinung nach. Hier natürlich nochmal 3.000 Euro rauskriegen, ist das natürlich spitze. Okay. Wenn wir düngen, ist so ein bisschen raus, damit wir auch was sehen oder damit ich auch was sehen kann hier, ne? Bei der Nacht sieht man nicht wirklich viel. In der Nacht sieht man nicht wirklich viel. So, ich schreibe auch gerade mal. Oder? Ne, mach ich gleich. Mach ich gleich. Ich wollte mal Solaris anschreiben und fragen, wie es ihm geht. Mach ich immer mal ab und zu. Immer mal ab und zu nachfragen, wie es ihm geht. Auf YouTube hört man ja momentan leider nichts von ihm. Finde ich schade. Aber gut. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aktuell, ne? Aber mal fragen gleich. Ich freue mich natürlich auch, wenn jeder, wenn Videos von ihm kommen. Da freue ich mich mega drauf. Aber gut. Heißt einfach dann abwarten in dem Fall. Abwarten, mehr kann man nicht. So. Das sieht gut aus. Fast dreiviertel durch. Sehr schön. Sieht gut aus. Aber man sieht kaum was. Man sieht so ein paar Umrisse hier von dem, was man noch nicht gedüngt hat, aber so wirklich viel sieht man nicht. Vor allem in der Nacht jetzt. Aber okay. Kriegen wir trotzdem hin hier. Da ist, glaube ich, noch was. Fahren wir mal drüber. Dann machen wir das auch fertig. Im Dunkeln zu arbeiten hier ist wirklich nicht sehr, sehr einfach. Oh, da ist noch ein Streifen, glaube ich. Egal. So. Machen wir das hier noch. Dann geht es hier dran. Dann sollten wir es eigentlich durchhaben. Sehr schön. 3.218 Euro plus 1.187 Euro Zeitbonus. Dementsprechend sieht es eigentlich ganz gut aus. 425.000 Euro. Wir haben dementsprechend die Missionen geschafft. Machen wir ein bisschen Licht an hier, ne? Oder haben wir drüben Licht? Schauen wir mal drüben, ob wir da Licht haben. Ein bisschen mehr Licht, ne? Wäre ganz reizend. Hier ist kein Licht, hier ist kein Licht, hier ist kein Licht, ne? Jetzt ein bisschen mehr Licht. Okay. Sehr schön. Cool. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen 8 Uhr, neue Folge LS17 hier von der Losbeck. Ich bin gespannt, wie die Aufnahme war.
Schreibt es gerne in die Kommentare, ob es in Ordnung war oder es noch Probleme gibt oder gab. Oh, da. Verkaufte Milch 21.879, 490 Euro Mietkosten, 2.800 Betriebskosten, 10 Betriebskosten Gebäude, 2.830 Euro Tierhaltungskosten. Dementsprechend haben wir mehr eingenommen als ausgegeben, Leute. Mehr eingenommen als ausgegeben, das ist mega, mega gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Also mehr Einnahmen aus Ausgaben ist immer perfekt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch weitere Kühe besorgen. Momentan haben wir jetzt, wenn ich mal nachgucken darf, eben schnell noch, wenn für euch das in Ordnung ist, wir gucken mal eben nach. Wir haben 41 Schafe. In 13 Stunden kommt das nächste Schaf zu uns. 19 Schweine, in knapp 2 Stunden kommt das nächste Schwein, das ist gut. Und in 8 Stunden die nächste Kuh, dann haben wir insgesamt 37 Kühe. Von der Versorgung her könnten wir mal langsam wieder sauber machen. Schweine, Schafe und Kühe könnten wir alles dreimal sauber machen. Dementsprechend, das werden wir auch wahrscheinlich dann in den nächsten Folgen, wenn es wieder hell ist, auch machen. Und dann schauen wir einfach mal weiter, was hier ansteht. Müssen wir gucken. Nächstes Tier, 59 Minuten noch. Cool. Wird, glaube ich, alle Stunde aktualisiert. Das ist perfekt. Das heißt, wir haben bald 20 Schweine. Nee, sogar schneller. Alle 20 Minuten wird es, glaube ich, aktualisiert. Das ist cool. Dementsprechend haben wir gleich hier ein weiteres Schwein. Dann sinkt auch die Reproduktionsrate. Kommt, das warten wir noch eben ab. Das warten wir noch eben ab. Das will ich auch noch mal eben austesten, wenn das nächste Tier da ist, ob direkt die Reproduktionsrate runtergeht. Geht so. 7 Stunden 32 noch. Okay. Sehr nice. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. 8 Uhr, wie gesagt, neue Folge hier am Start. Und in dem Sinne, erstmal bis dahin, Servus und Tschüss.